Shalom lekulam. Wir befinden uns im 17. Tammuz heute. Wir haben einen Fasttag. Besonders in diesem Shiur machen wir Lirif Fuat, Sveta, Sivabad Mazal, Chaim Yonah ben Angel, Avram ben Orlichaya, Zina Zilva bat Osnat, Chaya Tair bat Moran, Chaya Rivka bat Sipor Asara, Zur Yitzchak ben Rachel, Shira bat Gilat Nechama, Riva bat Bulcha, Noam Moshe ben Tamar Klar, Boaz ben Chosnim, יעקב בן ריבה. לנשמת להבדיל, לנשמת יהודה בן רחל וכל נשמות ישראל מהאדם הראשון עד היום. אוקיי. ווס וורם ביור הייטה פסטן? בדימאו פון ירושלים וודה דויפרוכן. Goldenes Kalb. Genau, die 10 Gebote, die Tafeln wurden zerstört. Welche Tafeln von den 10 Gebote? Aufgrund des goldenen Kalbs. Was noch? Die Juden sind gestorben. Die Juden sind gestorben sowieso. Wir haben das, schade, dass du nicht Schabbat warst. Wir haben darüber detailliert gesprochen. Es war wirklich brutal, was vorgefallen ist. Aber am 17. Tammuz, ich möchte hier anhalten mit den Tafeln, die zerstört wurden, die 10 Gebote. Bleiben wir nochmal auf dem Thema von goldenen Kalb stehen. Diese Generation, diese Epoche, die damals gelebt hat, die heißt Dordea. Das ist eine Generation, die sozusagen vollkommen und perfekt war. Ja. Und wo begann es schon, diese Perfektion? Die begann schon, wo das Meer sich gespalten hat. Da begann schon, sie gingen rein in das Meer auf trockenem Boden und sagten, Seh Elive Anveo. Jeder zeigte mit dem Finger auf Kadosh Baruch Hu und sah Kadosh Baruch Hu und sagte, Seh Elive Anveo. Das ist mein Gott und er ist sozusagen mein. Die haben erkannt, hier ist Kadosh Baruch Hu. Ja, er hat gezeigt, dass er für sie immer da ist. Aber wir bleiben auf diesem Thema von Cheta Egel stehen und die Tafeln, die zerstört wurden. Warum, weshalb, wie kann sowas sein? Wie kann sowas sein, dass so eine Generation, die so perfekt war, so vollkommen war, in so eine Situation kommt, so tief fallen kann und sogar den Egel machen kann? Das war katastrophal, das war eine richtige Tragödie. Und Wir werden heute bereits schon versuchen, das zu verstehen. Warum, weshalb, wie es passiert ist, wie kam es zu so einer Situation? Sagen uns die Chachamim, Ubiyom pogdi pakadeti alem chatatam, sagt Kadosh Baruch Hu zu Moshe Rabbeinu, an jenem Tag werde ich meine Rechnung begleichen mit diesem Volk. Natürlich hat er Moshe verziehen, diesen goldenen Kalb, diesen Akt, diese Tat von goldenen Kalb, aber er hat gesagt, ich werde trotzdem meine Rechnung mit diesem Volk begleichen, nicht auf einmal, teilweise. Jede Generation werde ich etwas begleichen. Jede Generation werde ich etwas begleichen. Das ist so wie dieses Beispiel mit diesem König, der ein Gesetz ausgebracht hat, dass er dies und dies und dies macht, wird mit der Steinigung getötet. Und auf einmal, nach einiger Zeit, hat sein Sohn diesen Verbrechen begangen. Was macht er jetzt? Er muss besteinigen. Wie wird gesteinigt? Es wird ein Riesenfelsen auf diesen Menschen geschmissen, bis er dann nicht mehr lebt. Und sein Sohn hat diese Tat begangen. Was soll er jetzt machen? Er muss diesen Stein auf ihn werfen. Er muss ihn töten. Obwohl es sein Sohn ist. Was hat er gemacht? Damit die Leute einerseits, wenn er das nicht macht, dann wird er unglaubwürdig, dann wird er seinen Respekt als König verlieren. Wird er das machen, wenn der andererseits die Leute sagen, was für ein brutaler König, er hat kein Herz, er ist herzlos und was hat er gemacht? Er nahm einen riesen Felsen, hat es auf die Wand geknallt, es ist zerbrochen in Teile, kleine Teile und hat seinen Sohn auf die Wand gestellt, stell dich hin und hat jeden Tag einen Stein auf ihn geworfen, ein kleines. Ei! Oh! Ein Fleck. Back and cut. Jeden Tag. Aber im Endeffekt hat er den ganzen Felsen auf ihm geworfen, auch wenn es nur teilweise ist. Am Endeffekt kam das ganze Felsen auf ihm an. Amar Bitzchak, en lecha kol puranut u puranut sheba la olam, she en bo me 24 bechle litra me egel arishon.
Er sagt, jeder, sagt Rabbi Yitzchak im Talmud, dass jede Generation nimmt Kadosh Baruch Hu ein Stück von der Strafe von Chet Egel, obwohl er verziehen hat. Er hat verziehen, aber was geschehen ist, ist geschehen, muss beglichen werden. Aber ich werde, weil ich verziehen habe, werde ich nur ein bisschen jede Generation von dieser Strafe begleichen. Und jetzt, wie kam es dazu, dass der goldene Kalb gemacht wurde? Detailliert, wie kam es dazu? In der Tora steht geschrieben, Vayar ham ki boshesh Moshe laredet min har, vayikael ham al Aaron, vayimru elav kum asel lanu Elokim. Und so weiter und so fort. Steht geschrieben in der Tora, und sah das Volk ki boshesh Moshe. Moshe kommt nicht. Boshesh. Was sagt Aaron? Sie kamen zu Aaron. Und was sagt Aaron zu ihnen? Geht zu euren Frauen, bringt den ganzen Schmuck vom Safe, von hier, von da, von dort, von hier. Und jetzt von einer Frau einen Schmuck zu verlangen, das ist ein ganzes Projekt, ja, bis man sie überredet und so weiter. Wozu brauchst du das? Okay. Und er hat angenommen, dass die lange brauchen werden, bis dann wird Moshe Rabbeinu kommen. Alle kennen diese Geschichte. Am Endeffekt kamen sie zurück mit dem ganzen Gold und so weiter und haben gemacht den Egel. Aber das ist verblüffend, sagt er. Wir reden hier über die Generation von Dodea, die perfekte, absolut vollkommene Generation. Wie können sie von so einer hohen Stufe ganz, 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 ganz tief im untersten, 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 in der untersten Stufe sinken? Wie kann sowas passieren? Ja, die haben gesehen die 10 Plagen, die haben gesehen die Meeresspaltung, die haben Mama, das sind ja kurz davor war ja die offizielle Anerkennung vom Volk Israel, Mama Dar Sinai. Er hat gesagt, ich bin euer Gott und so weiter, die 10 Gebote. Wie kann das passieren? Nach ein paar Tagen später passiert so eine schlimme Sache. Mehr als das, sagt er. Sag uns die Chachamim, ich werde euch erklären, sagt er, was es bedeutet, einer von diesen Leuten zu sein, wie heilig sie waren. Sagt Rabbi Berachia, Boure kam gdolim rode ayam. Er sagt, Moshe Rabbeinu, also komm, ich zeige dir, was für Leute das damals waren. Er sagt, Moshe Rabbeinu hat gebetet zu Kadosh Baruch Hu, wann sie reingingen ins Meer. Sagt der Kadosh Baruch Hu, bitte zeig mir dein persönliches Ich. Zeig dich mir, sagt ihm Kadosh Baruch Hu. Er sagt, Lotu Chalirot et Panai. Du kannst mich nicht sehen, aber ich kann dir meinen hinteren Teil zeigen. Das heißt, alle haben seinen hinteren Teil gesehen von Kadosh Baruch Hu. Nicht, dass er irgendein Mann ist oder mit weißem Bart gesehen und lo, das ist, steht geschrieben, en lo guf, en lo tumto guf. Er hat weder einen Körper noch eine Gestalt, noch irgendwas. Er ist en sof Baruch Hu, er ist unendlich. Aber er hat es in so einer Art und Weise gezeigt, dass ihm das Leute gesehen haben, aha, das ist Kadosh Baruch Hu. Ja? Nachon, aber schau, wenn du befindest dich in einem Bereich, wo Moshe Rabbeinu ist, und Moshe Rabbeinu sieht Kadosh Baruch Hu. Die Anhänger, die mit ihm das Volk Israel haben, von dieser Gdusha, von dieser Heiligkeit, auch so, ich sage mal, einen Hauch mitbekommen. Das reicht schon. Moshe Rabbeinu hat gesehen Kadosh Baruch Hu, deswegen hat er nicht den Egel gemacht, deswegen hat er nie Kadosh Baruch Hu betrogen. Er war immer treu. Aber auch diese kleinen Nachwirkungen, so wie ein Beben. Es gibt ein Erdbeben, dann gibt es Nachbeben. Aber der Erdbeben, der Haupterdbeben, das war schon. Dann gibt es Nachbeben, die sind schon weniger in der Skala. Genauso ist das mit der Gdusha von Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu sagt komplett Panim el Panim, Moshe Omrim, das hintere Teil. Aber das Volk Israel hat sozusagen die ganze Sache mitbekommen, nicht natürlich mit Auge gesehen, aber mitbekommen, dass Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu sich gerade gezeigt hat. Ja? Ja. Sie haben nicht einen Tag verzählt. Das ging nur ein paar Stunden. Aber wir haben gesagt vorher, das sind Dordea, die waren ja nicht irgendwelche Koffer, die können nicht eins und eins zählen. Das waren schon. Die waren in einer Paniksituation, du kannst nichts erklären. Wenn jemand in einer Panik ist, beruhigen sie sich. Weil ich mich beruhigen. Du kannst dich, der will ich gerade nicht hören, kennen. Fakt ist, Churben Miriam, der Sohn von Miriam, die haben sich, schau, hier steht es geschrieben, ich werde es gleich erklären. Papa.
mitbekommen, dass seine Gescheite mitbekommen haben, denn wir haben sie so gesehen. Oh, das war ich auch hier. Sie haben gesagt, dass sie... Das war ich auch hier. Ha? Nachon, aber weißt du, mit welchen Leuten wir hier reden? Es gibt heute solche Leute nicht. Der einfachste Mensch in Midbar kann man heute nicht vergleichen. N. Der Gaumi Vilna sagt, ich kann mir vorstellen, er hat vor 450 Jahren gelebt, Gaumi Vilna. Also ich kann mir vorstellen, ungefähr zu Zeiten der Propheten, Beit HaMikdash, Sheni, kann ich mir vorstellen, wie die Leute waren. Der Rambam sagt, ich kann weiter mir vorstellen, wie die Leute dort waren. Aber wenn er zu Zeiten von Moshe Rabbeinu kommt, ist keine Chance. Das heißt, die einfachste Person auch nicht. Der Rambam vor 1000 Jahren. Das heißt, wir müssen verstehen, diese Leute waren für uns heutzutage, würde ich sagen, das sind keine Menschen, das sind übernatürliche Persönlichkeiten. Das können wir nicht beschreiben sogar. Und solche Leute haben den Engel gemacht. Wir machen sogar nicht so einen Engel. Das heißt, einerseits, wie du gesagt hast, deren Yetzerah war so groß, dass es ihn in die Irre geführt hat. Fakt ist, was ist passiert? Schauen wir rein. Er sagt, wie kann es sein, dass solche Leute einen Engel gemacht haben, einen Kalb? Heutzutage, wenn wir bekommen eine Kuh und sagen, das ist ab heute euer Gott. Und sie, muh, Kase, Milka, Lila, gell? Werden wir uns vor ihr verbeugen und Kase, tanzen? Kiloma, es gibt schon eine Grenze, gell? Wie kann man das dann erklären? Wie kann man sowas erklären? Wie lässt sich sowas erklären? Das lässt sich eigentlich nicht erklären. Okay. Das heißt, es gibt nur eine Person, es gibt nur einen, der den Menschen so tief fallen lassen kann. Und das ist die Kraft von Charlie. Genau. Die Torah sagt, die Chachamim sagen, viele Leute fragen, was hat für eine Kraft, was kann er? Was ist ein Limit? Zu was ist er imstande? Hier. Die Kraft, die wirkliche und gesamte Kraft von Yetzerah lässt sich messen, wann? Zu Zeiten des goldenen Kalbs. Dort wird seine Kraft gemessen. Dort kannst du sehen, was für eine Kraft er hat. Von dem ersten Tag an, wo die Welt erschaffen wurde, bis heute, ununterbrochen ist er im Dienst, ist er im Einsatz. Kmo MTC, also 24/7. Ja, sein Job ist es, das Volk Israel immer in die Avera zu führen, in die Sünde zu führen. Er hat den ersten Tempel zerstört, den zweiten Tempel zerstört. Und bis heute, Tag und Nacht, ohne zu schlafen, ohne Weihnachten, ohne Urlaub, ohne Krankenstand, er arbeitet rund um die Uhr, um seine Arbeit zu machen. Es gibt eine Geschichte über Chafetz Chaim. Kennst du den Chafetz Chaim? Rabbi Israel Meir HaKohen aus Radin, der was den Lashon Hara Buch geschrieben hat. Was ganz lustig ist, wir müssen wissen, dass Yetzerah immer mit uns ist, auch in einem Shiur. Er sagt, schau nicht auf ihn. Hör nicht zu. Denk an das, denk an dies, denk an das, denk an das. Aber Baruch Hashem, wir reden jetzt über ihn. Deswegen gesagt, erst der redet über mich. Schau, was ich machen werde. Aber Charlie, du schaffst es nicht. Über den Chafetz Chaim gibt es eine kurze Geschichte. Er war ungefähr 80 Jahre alt. Kam der Charlie zu ihm. Wie kam er zu ihm? Er wollte ihm ein Bilbulation machen. Eines Tages wollte ihn der Frau aufstehen mit Kenneth gehen. Chafetz Chaim, Kadosh, komm zu ihm, der Satan. Du bist schon so alt. Leg dich weiter schlafen. Was musst du jetzt aufstehen und beten? Mit Kenneth gehen. Du bist schon so alt, 80 Jahre alt. Was sagt ihm der Chafetz Chaim? In sich selber. Er sagt, du bist älter als ich und bist vor mir aufgestanden. Ja? Manchmal, was hat sie jetzt gecheckt? Er sagt, komm mal, Lampe, Floh, sind sie nicht lang, langsam. Manchmal, der Mensch, Chevre, wer schläft hier gerne? Gell? Okay? Ja, wenigstens bist du ehrlich. Manchmal sagt er hier, dass ein Mensch 10 Stunden schlafen kann. Was sagt ihm der, warum, wie kommt er dazu, dass er 10 Stunden, was für 10, ich schlafe 14. Aber wie kommt es dazu, dass der Mensch so sich erlaubt, so lange zu schlafen?
nicht, dass wir in einer Diktatur leben, aber es ist halt schädlich. Laut Rambam ist es sehr, sehr schädlich, wenn man zu lange schläft. Der Yetzer Hara kann zu einem kommen. Wir denken, das ist nicht der Yetzer Hara, aber ich werde euch jetzt eine Erleuchtung geben. Das ist der Yetzer Hara. Er sagt dir, du bist in der Nacht aufgestanden. Du warst auf der Toilette. Du hast ein Glas Wasser getrunken. Du hast nicht durchgeschlafen. Du bist müde. Noch 2 Stunden kannst du schlafen. Oder noch 10 Minuten. Kai, du machst deine Augen zu. Auf einmal wachst du auf. Du bist 6 Uhr aufgewacht. Du machst die Augen zu. 8 Uhr. 2 Stunden. Schlaf noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Merkt euch eins, der Charlie hat im Winter eine fette Puchdecke, die er wärmt und lässt euch rein kuscheln. Und dann hat er im Sommer diesen Timing mit dem Wind vom Fenster. Kasse wachen auf, ist okay. Kasse, ein Wind streichelt unsere Haut, ist okay. Es ist heiß im Sommer. Wir wissen, aha, heute wird 34 Grad, heute wird heiß. Auf einmal kriegst du so einen Wind. Ich schlafe heute, ich nütze diese Zeit, wo es windig ist, damit ich schlafen kann. Okay? Weil die Nacht, ich habe sehr schwer geschlafen. Das ist der Satan. Sagt der Tana in Avot, Mishnah Masechet Avot. Er lehrt uns, dass der Schlaf von Schacharit, wow, dass der Schlaf vom Morgen, was heißt von morgen, wo du schon aufstehen musst, aber du schläfst noch, weiter. שינה של שחרית היא מהדברים המוציאים את האדם מן העולם, מן העולם הזה ומן העולם הבא. והם עצו לנגה ואת השליפת, es gibt die Zeit, wo man schon aufsteht. Normal, die Menschen stehen auf, ja, aber es gibt Leute, die übertreiben. Kein? Schon ממש übertreiben. Ich bin schon schlafen gegangen, was soll ich machen? Warum ist es spät schlafen gegangen? Ich war am Handy. Insta. Schein, ich kann ihm gleich auch schlafen. כן, טיק טוק, טיק טק, כל מיני כאלה. יא? Und er sagt, wenn man in dem Schlaf von Schacharit weiterschläft, also wenn man sich noch in dem Schlaf befindet, wo man normalerweise schon nicht mehr schlafen sollte, kann sich der Mensch sozusagen von dieser Welt rausbringen, was ist damit gemeint, erkläre ich gleich, und von der anderen Welt, von der nächsten Welt auch. Was heißt, er ist nicht mehr unter den normalen Menschen hier. Es hat alles hier zu tun. Das heißt, du bist schon in dem Käfig von wem? Von Yetzer Hara, von Charlie. Du bist nicht mehr mit den normalen Menschen, die in der Früh aufstehen, okay, es gibt Moderne, es gibt das, die beginnen ihren Tag. Du bist schon von dieser Kategorie, die schon eingewickelt wurden von Yetzer Hara. Zema Shchashul Adad. Okay? Und genau diese Kräfte hat der Yetzer Hara im goldenen Kalb angewendet gegen Am Israel. Und so erzählt das die Chachamim Traktat Masechet Shabbat. Sagt Rabbi Joshua ben Levi. Er erklärt jetzt genau die Situation, was dort vorgefallen ist. Genau. Vaya Ram ki boshesh Moshe. Und sah das Volk, dass Moshe nicht kam, dass Moshe sich verhindert. Er kommt nicht. Sagt der Rav Altikre boshesh Ela Ba-Shesh. Ba kam 6. Was 6? Die 6. Stunde des Tages. בשעה שעלה משה רבנו למרום, תוצאת וו קדוש ברוך הוא, וו משה רבנו הינאופגינג, צו קדוש ברוך הוא, זקתי עד עם פולק ישראל, am Ende vom 40. Tag, am Anfang von 6, komme ich. Er gab ihnen genaue Zeit, wann er kommt. Am Ende des 40. Tages, am Anfang der 6. Stunde bin ich da, zurück. Das Volk hat gezählt falsch. Das stimmt mit der Zählung. Das heißt, die haben gezählt von dem Tag, wo er schon raufging. Das zählt man nicht. Man zählt ab dem Tag, wo er oben ist, 40 Tage. Okay? Und am Ende, wo er fertig ist, ist quasi am was weiß ich, Mittag fertig und am Abend kommt er zurück. Dieser Tag wird mitgezählt. Am Abend, weil am Abend ist schon nächsten Tag. Tov, Moshe Rabbeinu, jetzt. Er ist nicht da. Laut ihren Angaben, er ist noch nicht da. Kommt der jetzt heran und sagt, wo ist Moshe? Where is Moses? People. Er hat ja gesagt, dass er kommt. Ja, er ist oben. Aha. Aber er ist schon 6. Wo ist er? Die waren schon in Panik, weil die wussten, jedes Problem gingen sie zu. Moshe? Auf einmal ist der Moshe nicht da. Maus ihm. Nein, zu dieser Zeit wurde berechnet, 6. Stunde, man schaut das laut der Sonne,
Damals hat man ja mit dem Boot, mit dem Sand, Leute, lernt ihr das bei Bezöffer? Nein, es gab eine Stunde, wo er angegeben hat, wir haben das gelernt in der Schule, dass man damals die Uhr anders berechnet hat. Heute gibt es alles automatisch. Aber er hat den genauen Zeitpunkt gesagt, wann er kommt. Ja, das heißt, er hat mit einberechnet, was, welche Zeit am 40. Tag kommen wird. Moshe Rabbeinu, unser Katana. Er sagt ihm, hallo, Moshe Rabbeinu ist nicht mehr da, Moshe Rabbeinu ist gestorben. Mapitom, die haben nicht geglaubt. Er hat ihnen gezeigt, die Gestalt von einem Verstorbenen, mit Talit, umwickelt. Und er hat dunkel gemacht, er hat beim Gewitter gemacht und so weiter und so fort. Schaut, was für Kräfte er hat, sagt Rabbi Yoshua ben Levi im Tractat Shabbat. Der Ruhe ist der Kochodisch Laizera. Er hat sogar den Himmel grau gemacht. Auf einmal, es war Sommer, auf einmal wird der Himmel grau. Kontrolliert, aber Yetzera hat alle Mittel. Adon, Otpa, Kadosh Baruch Hu kontrolliert alles. Aber es gibt einen, den er die Erlaubnis gegeben hat, alles zu tun, um den Menschen in die Irre zu führen. Jetzt stell dir vor, du hast eine super Frage gefragt. Wenn der Yetzer die Befugnis hatte, sogar den Himmel grau zu machen, um den Menschen in die Avera zu führen, welche Stufe waren sie dann, die Menschen dort? Atem Kultim? Wow! Würde für uns jetzt den Himmel grau machen? Mapiton, wir sind nicht einmal in dieser Stufe, Efo. Weit weg, weit weg. Das heißt, die waren schon in so einer Stufe, dass Jezera, wie konnte er sie in die Irre führen? Er musste die Natur umdrehen. Hat die Wand? Er musste den Himmel grau machen, damit sie ihm glauben. Die hätten mich geglaubt, hallo, schleig dich, hätte ihm gesagt. Tschüss, das ist der Charlie wieder, ja. Auf einmal sieht er, er kann das machen. Natur. Wenn man schon die Natur dreht, dann ist schon was anderes. Ist schon eine ganz andere Sprache. Alles ist er bereit zu machen, damit der Jude oder die Jüdin keine Mitzwa macht. Auf keinen Fall. Ah? Lo? Aber die haben nicht drauf geschaut, wer das ist. Die haben auf die Fakten geschaut. Die haben sich blinden lassen. Von wem? Von dem ganzen Ereignis. Die haben gesehen, eine Trage, die haben gesehen, ein Körper, ein Mann, umwickelt mit einem Talit und es kommt eine Stimme raus. Und hier ist die Levaya von Moshe Rabbeinu, der das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt hat. Und die, wow, ma, irgendwie, Schock. Okay? Dass keiner in dieser Nisayon sein soll. Weil wir angerufen wurden und uns gesagt wurde im Telefon, einfach so, euer Vater ist gestorben. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Das war eine Paniksituation. Wir waren also Schock, traurig und wir haben es nicht geglaubt, bis wir nicht gesehen haben. Auf der Seite im Himmel, 4 und 5 Uhr in der Früh, ich bekomme einen Anruf, der Vater ist gestorben. Du schläfst, Kilo. Was? Na? Du schaust, wer anruft, gesehen. Papa ist gestorben. Das ist eine Situation, die du nicht, das ist wie eine fette Ohrfeige. Wer aller Bocke? Wer erwartet sowas? Auch wenn es ein alter Knacke wäre, um 90 Jahre alt. Man erwartet sowas nicht wie in der Früh. Okay? Das ist denen auch passiert. Jetzt hat alles unternommen, damit sie nicht diesen Weg gehen, weil die haben schon die erste Stufe erreicht, die erste Etappe, dass sie schon perfekt waren. Und jetzt sind die auf dem Weg, was zu bekommen, die Tora. Weil wenn sie die Tora bekommen, hat jetzt er, weil musste er, es ist zu spät. Aus, ich habe keine Chance mehr. Ich muss jetzt handeln. Und er hat sie erwischt, wo? In der Schwachstelle, wo ihr Führer nicht da ist. Aber sie konnten, sagen alle. Jetzt werden wir darüber reden, was konnten die machen? Was konnten die machen? Sie waren nicht schwach. Sie haben falsch gehandelt. Nachon. Schau jetzt, das war, ein Fehler war von denen. Ich zeig's dir gleich. Alles, damit der Mensch keine Mitzwa macht. Alles, damit die Frau keine Mitzwa macht. Alles, damit der Mann nichts mit Torah, mit Schurim zu tun hat. Jede Frau, jeder Mann hat seine Schwäche. Eine Frau, ihre Schwäche ist Zniut. Der Mann, seine Schwäche ist Schurim. Einen Mann, wenn du ihn nicht bringst, du musst ihn irgendwie locken, es sei denn, entweder der Redner muss gut sein, bemäht richtig gut, weil es muss irgendwie, du musst ihn irgendwie fangen. Damit, wie fangen? Du machst ihm keine Gehirnwäsche. Du zeigst mir schwarz auf weiß, hallo, es gibt einen Weg, den du verpasst.
Und der Jezera andererseits drückt auch. Das heißt, der Mann hat einen Jezera, seinen Trieb in Limuda Torah, weil das ist seine Pflicht, die Torah zu lernen. Und bei der Frau ist die Hauptpflicht, jetzt nicht. Dort hat sie Schwierigkeiten. Ein Mann hat kein Problem, lange Hosen anzuziehen, geht raus, fertiger Mann, auch wenn es 35 Grad draußen hat. Aber eine Frau hat es schwieriger. Das heißt, jeder hat seine Schwächen irgendwo. Ein Mann bei Limuda Torah, die Frau bei ihr Znut. Okay? Er sagt, es gibt ein Beispiel, wie ein Mann bei Limuda Torah, was für eine Kraft der Jezera hat. Es gab zu Zeiten von Rabbi Chaim Mivolozhin, es gab eine Stadt in Litauen, die hieß Slotsk. So, Slotsk oder heißt sie auf Deutsch. Und dort gab es einen kleinen Jungen, sein Name war Josef. Und er war so schlimm, immerlich. Er war religiös, hat gelernt den Talmud Torah, aber er war so schlimm. Er hat mitgenommen immer Steine in seiner Tasche, Steine, kleine Steine. Er hat Katzen gesehen, Kühe gesehen, bang, auf ihren Auge. Immer so, aber kennt ihr, es gibt immer diese schlimmen Kinder, die sehen Katzen. Boom! Okay? Oder Hühner. Auf einmal ist der Hund, so ist kaputt. Und blutet. Kacha, so einer war ganz, ganz schlimm. Und seine Eltern haben sehr, sehr viel von ihm gelitten. Viele Leute wussten, dieser Junge ist dieser Schlimme in der ganzen Stadt. Er geht, haut ein Fenster ein, geht, macht ein Dach kaputt. So ein Schlimmer war er. Eines Tages geht er vorbei, irgendwo, ein paar Kinder sitzen, das ist dieser Josele. Dieser Josele ist ein verlorenes Kind, er ist Chabad al-Zman, Mikra Wud. Er hat das gehört. Was? Ich bin ein verlorenes Kind, ich bin Kase, schon aus, es gibt keine Hoffnung, hoffnungsloser Fall. Ich werde euch zeigen, dass ich kein hoffnungsloser Fall bin. Das hat ihm so getroffen, diesen Jungen. Er kommt zu seinem Vater nach Hause, sein Vater, was hast du jetzt angestellt? Er sagt, nein, Papa, ich möchte gehen zu einer Yeshiva. Wo bist du jetzt? Ich bin auch, aber ich will eine andere Yeshiva. Chai, welche Yeshiva willst du gehen? Yeshiva von Rav Chaim Mivolozhin. Was? Du hast hier eine Yeshiva von Slots, bleib hier, was? Nein, ich will diese Yeshiva gehen. Keine Chance. Was hier, sind hier die Katzen ausgegangen, die Kühe ausgegangen, was ist los? Bist du jetzt andere Katzen, Belästigung, Hühner und so weiter? Er sagt, ja, ich möchte in die Schuhe gehen. Hallo, ich bringe dich nicht dorthin, vergiss. Wenn du willst, kannst du deine Sachen packen und dort selber hingehen. Kachua Marlo. Was hat er gemacht? Er war diese schlimme Jungen, die sind meistens Schuster, sind Unselbstständige meistens. Er hat genommen seine Sachen, eingepackt, so einen Stock wie Pumuckl Kasse und geht. Geht Richtung Valozhin. Hi. Er kam an. Er kam an, einen unlangen Weg hat er hinter sich gelassen. Er kam hin, kam rein zum Rav Chaim Mivolozhin, Shalom, Shalom. Wer bist du? Er sagt, mein Name ist Jerusalem. Ich möchte unbedingt zu Ihrer Yeshiva kommen, Kudarab, bitte. Was kannst du? Gar nichts. Kennst du dort? Nichts, ich habe nicht gelernt. Ich war ein Talmud Torah, aber ich war Megaiver dort. Ich habe Katzen geschlagen, ich habe Kühe in Auge getroffen mit Steinen. Ich habe solche Sachen gemacht. Er sagt, Rav Chaim Mivolozhin, mein Kadosh Elion. Jeder, der über ihn gehört hat, Rav Chaim Mivolozhin, der große Rav Chaim Mivolozhin, er war der Schüler von Gaon Mivilna, der Rav Chaim. Er hat gesehen, Ruach HaKodesh, dieser Junge wird ein Gedoler Dor sein. Er sagt, komm, ich nehme dich an. Er geht in die Shiva rein und Chevre, dieser Junge hat auf sich genommen, das hat ihn ja so getroffen, dieses hoffnungslose Fall. Dieser Mensch ist gesessen 16, 17, 18 Stunden, jeden Tag, tagtäglich. Eines Tages, es vergeht eine Zeit, er wird zu einer der besten Schüler. Es vergeht eine Zeit, der Jezera, der Chaile, kommt zu seinem Vater, quasi ins Unterbewusstsein und sagt ihm, hey, du weißt nicht, was mit deinem Sohn ist? Schick ihm einen Brief, sag ihm, dass du im Sterben liegst, er soll herkommen, was soll das? Was lässt dich hier alleine? Was sind so Gedanken bei dem Vater, was kommt ab? Warum ist es so? Warum ist es so? Immer diese, okay, das ist alles von Chaile. Chaile's Work, ja? Er schreibt ihm einen Brief, und dieser Brief kommt bei ihm an. Kommt bei ihm an, er liest diesen Brief, mein Vater liegt im Sterben. Er kommt zu wem? Mit dem Brief? Zu Rav Chaim. Rav Chaim Mivolozhin, Quadarav. Was soll ich machen? Warte, ich steig. Und jetzt, Rav Chaim wusste, das ist Master Satan. Alles in Ordnung. Setz dich hin und lerne weiter. Gehst du nicht zu ihm, du bleibst hier. Und jetzt erweist Rav und sagt aus. Quadarav Omer Gamarno, sie beton. Ja?
Es gibt Leute, die fragen diesen Rav. Zuerst diesen Rav, ah, darf man? Er sagt nein. Er sagt nein, er sagt ja. Und dann wieder nein. Aber er sagt einmal ja. Man soll immer einen Rav fragen, ja? Und er erzählt, erzähl ich einen Rav. Man muss immer einen Rav haben. Beseder? Er hat sich hingesetzt, hat weitergelernt. Vergeht eine gewisse Zeit, kommt wieder der Yetzerah zum Vater und sagt ihm, hey, wo ist dein Sohn? Er? Misswohnt? Misswohnt? Interessiert sich nicht? Er? Schon so Sinn? Parasit. Und er denkt sich, aber geh. Kann sie mit sich? Jetzt schreibt ihm einen Brief, also ich schreibe ihm einen Brief, dass deine Frau auch im Sterben liegt. Aber er ist noch nicht gestorben, er lebt noch. Er schreibt, deine Mutter liegt im Sterben, unsere einzige Kuh, die uns Parnassah gebracht hat, ist auch gestorben, wir haben nicht zum Essen, komm schnell, da, 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 da. Schickt ihm diesen Brief, dieser Brief kommt bei seinem Sohn, und er liest diesen Brief. Mama, Mama, guck mal da. Rav Chaim Volozhin, der sagt, komm, was ist das dann? Er wusste, das ist von Charlie, die ganze Geschichte. Er weiß, das ist sein Werk. Mach dir keine Sorgen, ich verspreche dir, deine Mutter, deinem Vater geht's gut. Bleib sitzen und lerne weiter. Tov, er bleibt sitzen, lernt weiter. Eines Tages passiert ein Brand im ganzen Bereich, wo seine Eltern wohnen. Tatsächlich ein Brand. Ein Brand, ganze Straße ist abgebrannt. Alle Häuser abgebrannt. Komplett, komplett, komplett. Sein Vater schreibt den Brief, letzten Brief. Lieber Sohn, unser ganze Viertel ist abgebrannt. Komm schnell, wir brauchen deine Hilfe, dass du uns hilfst, damit wir arbeiten, damit wir essen können und so weiter und so fort. Und auch dieses Gerücht, diese Geschichte kam auch bis zu Volozhin, dass ein Viertel in Slotsk, in Litauen, abgebrannt ist. Und er hat davon gehört. Ach, schau, oder der glaubwürdig, noch? Er sagt, Kodarab. Schauen Sie, ich habe wirklich jetzt, ist, Sie sagen jetzt, aber schauen Sie, Sie haben selber gehört, es hat einen Brand gegeben. Er sagt, das ist wieder, Master Satan, setz dich hin, lerne Torah, ich verspreche dir, du wirst am Endeffekt sehen, das ist alles Master Satan. Er weiß, Rab hat gesagt, Ramon, sehr. Nachon, aber wer auf Chaim weiß, auf Chaim hat gesehen, Ruach HaKodesh, das ist alles Master Satan, dem geht's gut, ah? Ja, es hat gebrannt. Aber denen ist nicht zugestoßen. Deinen Eltern geht's gut, Omar, ich weiß, deinen Eltern geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Chaya saß sich hin, hat weiter gelernt. Ungefähr 18 Jahre wurde er der Sohn, der Josse. Er wurde 18 Jahre alt. David Chacham, bombastisch. Er zerlegt jedes Buch, jede Gemara, jede Mishnah, jeden Zohar. Tag, tuk, tag, tag. In dieser Stadt von Slotsk stirbt der Oberrabbiner. Er ist alt, ist gestorben. Jetzt die ganze Komitee, ganze Kultusgemeinde von Slotsk fahrt wohin? Zu Chaim Volozhin in die Shiva, um den stärksten Schüler von denen zu nehmen, als Rav bei sich. Quadrav, Shalom, Shalom, wir brauchen einen starken Rabbiner, der mamasch die ganze Kehla führen kann. Wir sind bereit, große Summen zu zahlen. Hier, wir haben einen ganzen Wagen voller Gold gebracht. Bitte geben Sie uns Ihren besten Schüler. Auch Chaim Volozhin sagt seinen Helfer, rufen wir den Josef, ja. Der Josef kommt her, kann sich mit Zakar mit behalten. Shalom, shalom. Und jetzt kommt er rein. Rav Chaim Volozhin steht auf. Shalom, Quod Rav. Jetzt sehen die Kultusgemeinde, der Komitee sehen die. Er? Er hat meine Katze getötet. Der Hans sagt, er hat meine Kuh getötet. Der Hans sagt, er hat mein Dach kaputt gemacht. Er hat auch mein Fenster kaputt gemacht. Und er steht zu Kreise, kein Wort. Quod Rav ist schon nicht mehr der kleine Josef, der kleine Tschusch, Schosse Bayot. Er ist schon der große Rabbi Josef. Er sagt, dieser Mensch, ich verspreche euch, das ist mein bester Schüler. Wenn Rav Chaim Volozhin sagt, er wurde zum Gdoler Dor, Rabbi Josef Mislotsk, der große Rabbi Josef Mislotsk. Es gibt so viele Geschichten über ihn, über Ashgacha Pratit. Aber worum geht's hier? Schaut, wie kräftig der Charlie, der Satan, ist. Er ist sogar bereit, ein ganzes Viertel abzufackeln. Hauptsache den kleinen Josef herzuholen, damit er nicht Torah lernt. Er ist bereit, alles zu machen. Hauptsache, du ziehst nicht ein längeres Rock an. Er ist bereit, alles zu machen. Hauptsache, du kaufst dieses Kleid. Aber es ist im Schlafen. Passt schon. Kannst hier und dort Änderungen machen. Am Ende machst du keine Änderungen. Passt schon. Das ist alles Yetzerara, liebe Freundinnen. Zakol Yetzerara, das ist Zemasse Satan. Es gibt einige
Basisregeln, dass wir lernen können vom Cheta Egel, vom goldenen Kalb. Gemara Masechet Sota, sagen die Chachamim, Rabbi Chiya Amar, Rabbi Chiya Bar Abba, שלושה היו באותה עצה. תקשיבו טוב. Damals, wo Paro gesagt hat, was machen wir? Ich habe meine Hilfe sagen, dass wird ein Erlöser kommen von den Juden, der wird das jüdische Volk erlösen. Was machen wir? Wir schmeißen die Jungs ins Wasser. Nachon, wer hat diese Idee gehabt? Es gab drei Ratgeber von Paro. Der erste war Bilam, der zweite war Iov, der dritte war Yitro, der Schwiegervater von Moshe Rabbeinu. Der Bilam hat gesagt, schmeiß sie ins, du musst die, alle Söhne, die auf die Welt kommen, alle in den schmeißen, alle ins Wasser. Iov war derjenige, der nichts gesagt hat. Bilam, wir wissen, was mit ihm passiert ist, er wurde zerstört, komplett. Iov, was ist passiert mit Iov? Er hat seinen ganzen Vermögen verloren, er hat seine Kinder verloren, er hat alles verloren, null, komplett. Nur weil er ruhig war. Mal, weil er ruhig war, schaffen wir. Jedro, er sagt, ohne mich, ich steige aus. Dafür, dass er ausgestiegen ist und hat gesagt, ich werde nicht ein Teil von diesen Leuten sein, hat er bekommen, einen Schut, der Schwiegervater von wem zu sein? Von Moshe Rabbeinu. Okay. Er sagt, Iov, weil er ruhig war, weil er nichts gesagt hat, und das ist der entscheidende Punkt, wurde verurteilt zu dem größten Leid, das es auf der Welt gegeben hat, bis jetzt, in der ganzen History. Er hat so gelitten, warum? Weil er nichts gesagt hat. Du bist ruhig, weswegen ruhig? Was habe ich schon gesagt? Was, wenn ich sagen würde? Er sagt, überall, sagt der Talmud, überall, wo es gibt Chilul Hashem, darf man nicht ruhig sein. Überall, wo es gibt Chilul Hashem, was heißt Chilul Hashem? Wenn die Goyim wissen, dass du ein Jude bist und du benimmst dich nicht angemessen, ist das Chilul Hashem. Ein sehr großes Problem in der Schule, draußen. Leute, die nicht Juden sind, die kennen dich und du benimmst dich nicht angemessen. Chilul Hashem, das ist einer der Sünden, die schwer, sehr, sehr, sehr schwer sind, zu tilgen. Me'ot kasheh, hier schreibt er, Chilul Hashem uchet chamur biyoter. Chilul Hashem ist eine sehr schwere Sünde. Sagt der Gemara Masechet Yoma, er sagt, die Kapara, wisst ihr, was eine Kapara ist? Wisst ihr, was Kapara bedeutet? Nicht Kapara. Kapara bedeutet, wenn man ein Opfer bringt für einen Sünder, ist dieses Opfer Kapara gegangen auf meine Sünden. Das ist eine Kapara. Ja, das ist heutzutage Leid. Leid, Mechaper, das kommt von Lechaper, auf deine Sünden. Jetzt, es gibt viele, viele, viele Sünden, die Leid korrigieren können. Es gibt viele Sünden, die Fasta korrigieren können. Es gibt viele Sünden, die das und das, wenn du das machst, Daka und so weiter, kannst du das korrigieren. Aber wer die Sünde Chilul Hashem bei sich trägt, takshivu tov, en lo koch ba tshuva litlo, die Tshuva, die er macht, wird ihm nicht helfen. Also, was heißt nicht helfen? Die Kraft der Tshuva wird nicht genug sein. Und auch nicht Yom HaKippurim. Und auch nicht Leid, wenn ein Mensch leidet, wird ihm auch das auch nicht helfen. Ela kulan tolin bemita vemita memareket. Nur, wenn der Mensch von dieser Welt geht, das wird sein, die Korrigierung von Chilul Hashem. Oder es gibt eine Hintertür, das ist Kiddush Hashem. Was heißt Kiddush Hashem? Heiligen, reinigen. Wie macht man das? Nicht, dass sein Gott, dass sein Name schmutzig ist, Chalila, sondern benimmt, oder die Frauen wissen, dass du bist normalerweise nicht so angemessen gekleidet. Auf einmal siehst du dich ganz angemessen, also wie die Tochter von Kadosh Baruch Hu. Wow, Maluch Hamlach, lala, Kadosh Baruch Hu, ist ja, Kol HaKavod. Ze Kiddush Hashem, lo normal, ich hab alle das mal. Die Leute wissen, ah, du normalerweise machst du, warum machst du das jetzt nicht? Warum machst du das jetzt nicht? Warum machst du jetzt nicht mehr? Warum siehst du nicht mehr so offen an? Ach so, ist nicht gut. Wow. Kol HaKavod.
חבר'ה, בטח, זובול הצוח, איזה גל. איזה גל, בגויים נוחמיה. נוחמיה, בטח. בנימן צובשביל, הסתלמות תורה, מצוות, מצוותה, ובן אדם לחברו, אבל דפרור צובשביל, די גרוסטי קראפט, שבתא סולטי גליזן, די גרוסטי קראפט, אז הוא בס אין אפרור בוויגן כאן, יש מצניות, זה כאן אלס בוויגן, זה כאן אלס בוויגן. אלס, מצניות. אלס, אלס. Die sind eifersüchtig auf dich. Ja. Machst du ihnen was Schlechtes? Ja. Ah? Betach. Betach. Okay. Du bist der Schüler. Du wirst nicht heiraten mit diesem Lehrer. Eine, zwei, drei Jahre und tschüss. So, du musst dein Ding durchziehen. Du kommst wieder hin, um dich zu belagern. Du kommst hin, lernst, gehst nach Hause, so, aus dem Projekt, mein Bezirk, schau doch schon. Alle größten Geschäftsleute sind sitzen geblieben. Was mal? Gehen. Ach, schau. Also. Überall, wo Chilul Hashem ist, darf man nicht ruhig sein. Man darf nicht ruhig sein. Man muss immer was sagen. Überall, wo Chilul Hashem ist. Was machst du, Chilul Hashem? Er hat mich denkt, das ist nicht schön, was du machst. Man muss sofort sagen. Aber wer bin ich, dass ich jemanden... Du bekommst das Recht von Kadosh Baruch Hu. Schau, er sagt es hier. Das heißt, man hat die Erlaubnis. Nicht richten, du sagst, du, zu rechtweisen. Wir werden gleich wissen, wie wir das anstellen, ja? Rega. Aber was hat das zu tun mit dem goldenen Kalb, Chilul Hashem? Was hast du mit dem goldenen Kalb? Wer kann mir sagen, was Chilul Hashem, und jetzt ist die Million-Dollar-Frage. Was hat zu tun Chilul Hashem mit goldenen Kalb? Hast du es gelesen? Wow. Chevre, sagt der Midrash Tanchuma, 40.000 Erev Rav haben sich versammelt vor Aaron und Chur. Haben gesagt, hallo, Moshe ist tot, bring uns einen neuen Führer. 40.000, nehmen also 40.000 das Stadion. Und wer stand auf der Seite und war ruhig? Die Juden. Lomatim, wo seid ihr? Ihr habt gesehen, okay, Erev Rav, die kann man aus einer nicht reinen jüdischen Seite, die kann man verstehen. Aber ihr, ihr wisst genau, worum es geht. Ihr wisst genau, warum ihr versklavt wurdet. Ihr wisst alles, obwohl ihr schon ganz tief gesunken seid. Ihr wisst ja die Wurzel, das Problem. Man, könnt ihr nicht sagen? Aaron hat gesagt. Aaron hat das ganze Volk gerettet, nur dass du es weißt. Weil Chur war der Gdolador, der Oberrabbiner. Und Aaron war der Kohen Gadol. Die haben Chur sofort umgebracht. Sofort. Er hat gesagt, schämt euch, könnt euch beherrschen, Moshe Rabbeinu kommt, was soll das, geht's weg von hier. Die haben genommen, die haben umgebracht, sofort, auf der Stelle. Die haben gesagt, Aaron, wenn du jetzt nicht uns hilfst, werden wir dasselbe mit dir machen. Und Aaron wusste in Ruach Kodesh, wenn jetzt das Volk ist, dieses Volk, Erev Rav, Bidiuk, nein, er würde komplett einfach zerstören, das ganze Volk, es wäre niemand geblieben. Die haben jetzt einen Dollar ermordet, wenn die jetzt einen Kohen Gadol töten, ist aus. Ich werde besser Zeit gewinnen. Aaron hat das Beste daraus gemacht aus der Situation. Das Beste hat er daraus gemacht. Das war eine Erev Rav. Weißt du, was Erev Rav ist? Es gab das jüdische Volk, das rauskam. Und es gab auch ein Volk, das die Wunder alles gesehen haben, mitbekommen haben, die 10 Plagen und so weiter. Und die haben gesagt, wir wollen auch mit. Das waren Völker, die noch von Yosef HaTzadik dort geblieben sind. Wo Yosef HaTzadik König war damals. Und es war ein Hunger, eine Dürre auf der ganzen Welt. Nur in Ägypten gab es Essen. Und Yosef hat Essen verkauft. Und alle, die nach Ägypten kamen, Ägypten war so verhext. Mitzrayim schreibt man mit offenem Mem am Anfang. Und am Ende mit geschlossene Mem. Das heißt, Ägypten war so
von der schwarzen Magie fixiert, ja, dass jeder, der reinkommt, kam nicht mehr raus. Er wurde dort verhext, schwarze Magie, und ich schaue, Takusch haben. Alle Völker, Spanier, Jugos, Rumäner, Bulgaren, alle waren drinnen. Alle. Deswegen heißt das Erev Rav. Erev, Milashon Irvuv. Irvuv ist eine Mischung aus vielen, vielen Völkern. Rav sehr viel. Eine Irvuv aus vielen, vielen Völkern. Bitte. Ja, er hat gesagt, was nimmst du mit? Na, die wollen auch, nehmen sie sich mit. Also ich habe gesagt, nehmen sie sich mit. Deswegen sagt er auch, wann sie schon diesen Kalb gemacht haben, sagt er ihm, Lech Red Kishechet Amcha. Geh runter, weil dein Volk gesündigt hat. Mein Volk? Das ist dein Volk. Nein, dein Volk, das du rausgeholt hast. Ich habe mein Volk rausgeholt. Dieses Volk, den du haben wolltest. Mit. Erev Rav. Lech Red Kishechet Amcha. Dein Volk. Dieses Erev Rav. Die haben dieses Problem gemacht. Aber die Juden sind nicht unschuldig. Sie konnten was sagen, die waren in der Überzahl. Ja, Hologidala, was soll das? Haltet die Klappe. Ich hatte mit dem Barim, nachdem all was ihr gesehen habt, der mit Agim mit Zuhaka so, was soll das? Nein. Die waren schon in einem Niveau, aber nicht so wie die Juden. Aber das, genau das ist das Problem. Gerade die Juden, die in so einem Niveau waren, hallo, mach zum Mut auf. Und das ist Chilul Hashem gewesen. Das war der Chilul Hashem und das war die Anklage von Kadosh Baruch Hu an Am Israel. Wie konnte sie ruhig sein, wenn mein Name kaputt gemacht wird? Das ist die Strafe dafür, weil ihr meinen Namen zugelassen habt. Ihr habt es zugelassen. Ihr habt es nicht gemacht, Chilul Hashem. Ihr habt zugelassen, dass Chilul Hashem passiert. Und das wird von jedem Einzelnen von uns verlangt. Wenn ihr seht, irgendeine Freundin, irgendeinen Freund, irgendeinen Bekannten, er macht etwas Unangemessenes als Jude und Leute schauen, ihr müsst ihm zurechtweisen, was machst du, Chilul Hashem, Echtem Daber. Weil die Sünde von Chilul Hashem ist fast unkorrigierbar. Es gibt, ich weiß nicht, warum nicht gesagt, Angst oder, keine Ahnung, aber das war der Fehler. Das war der Fehler von ihnen. Das musste nicht passieren. Es musste so passieren, dass sie zurechtweisen müssten. Es ist wichtig, rechtzeitig etwas zu sagen. Aber im Endeffekt, Ein und Milvado, es gibt keinen anderen als Kadosh Baruch Hu. Am Endeffekt können wir uns nur an ihm anheften, in jeder Situation. Wir haben ein Problem, wir kommen zu ihm. Jede Situation, das müssen wir wissen, das müssen wir uns hineinprägen, im Gehirn. Jedes Problem, das wir haben, Kadosh Baruch Hu. Es gibt vor einigen Jahren, eine jüdische Frau sitzt in L.A., Los Angeles. Ich bin mir sicher, hier gibt es auch eine von diesen Menschen, die sitzen jeden Tag und schauen sich die israelischen Nachrichten an. Oder nicht? Oder mich der Einzige hier. Es gibt Menschen in Wien, viele schauen sich die israelischen Nachrichten an. Schauen sich an. Es gab eine Frau in L.A., sie hat sich immer die Nachrichten angesehen von Israel, was so abgeht und so weiter. Dort eines Tages sieht sie, dass eine Frau 5 Kinder bekommen hat auf einmal. Nach langen Versuchen, nach das, nach viel Geld, wo sie ausgegangen haben für das, für Behandlungen, hat sie auf einem Schlag 5 bekommen. Wow. Und sie liest diesen Artikel. Wow. Es ist Joffi. Tak. Liest. Und auf einmal, dann sieht sie unten, ja, und diese Familie braucht Hilfe, wegen finanziell, 5 Kinder, mit Wagen, mit Essen, mit das. Und das ganze Geld ist schon aufgebraucht worden für Behandlungen und so weiter. Und das hat sie so berührt, diese Frau. Das ist eine ältere Frau. Es hat sie so berührt, dass sie gesagt hat, ich möchte spenden. Ich möchte dieser Familie spenden. Ja? Ja. Hi. Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, mein Gepäck nehmen, ich werde mein Geld nehmen, ich werde hinfliegen nach Israel und ich werde mich persönlich darum kümmern. Ah, Slicha. Sie hat davor in ihrer Stadt irgendein Valley. Es gibt so viele Städte in L.A. dort. Irgendein Rally dort. In ihrer Gemeinde hat sie ein Magbit gemacht. Magbit ist so eine Art Charity. Ja? Ah? Genau, sowas. Und hat gesammelt von jedem hat sie gesammelt
100 Dollar, weil sie wusste jetzt, wenn, niemand würde geben für eine fremde Familie, die sie nicht kennen. Sie hat gemacht so etwas, sie hat so eine Idee gehabt, sie macht, ich mache ein Charity, jeder, der spendet 100 Dollar, am Endeffekt, wir machen so eine Art Tombola, wer rauskommt, gewinnt eine Reise nach Israel mit allem Drum und Dran für eine Woche. Ja? Alle haben gespendet, so eine Gala haben die gemacht. Und wer kam raus? Diese Frau selber. Diese Frau selber kam raus. Also, ah, das war wahrscheinlich schon kombiniert. Nein, nein, nein. Sie hat dich geachtet, Ticket genommen und fliegt nach Israel. Sie kommt an, sie kommt mit dem Geld, jetzt alles, was sie gesammelt hat von dieser Charity Gala, kommt hin und ist bereit zu spenden. Sie kam zu ihnen nach Hause. Sie kam zu ihnen nach Hause und schaut sich die Wohnung an. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich möchte mir die Kinder nur anschauen. Ich bin deswegen gekommen. Ich möchte mir diese 5 Kinder anschauen. Das ist einfach faszinierend. Wow. Und sie kommt, geht rein. Es ist so ein Flur. Sie sieht Bilder, Blumen, Kaktusse und so. Kilo Israel, also typisch. Okay? Sie kommt, sieht die Bilder auf einmal. Sie sieht aktuelle Bilder von ihr, sie und ihren Mann, Bruder, Schwester gesehen. Das ist wahrscheinlich Bruder. Auf einmal sieht sie oben ein Bild schwarz-weiß. Sie sieht oben ein Bild schwarz-weiß. Wer ist das? Ah, das ist meine Mutter. Und beginnt zu weinen. Und beginnt zu weinen. Sie weint und weint. Und weint. Ah, ich bin. Hey Leo, komm her! Bring dir Wasser! Und Maka, sie setzt sich hin. Was ist los? Alles okay? Kennen Sie sie? Das ist meine Mutter. Das ist nur meine Mutter. Sie hat nichts getan. Nein, nein, bitte setzt euch hin, setzt euch hin, setzt euch hin. Sie ist schon alt. Setzt euch hin, ich will euch erzählen. Ich will euch erzählen. Ich werde euch jetzt alles erzählen. Deswegen war ich schockiert. Sag sie mal das auf. Und sie sitzt und fängt an zu erzählen. Wisst ihr, ich bin. Sie macht so ihren Hemd auf und zeigt ihre Nummer. Sag, ich bin eine Holocaust-Überlebende. Wir waren 5 Freundinnen im Ghetto. Wir waren 5 Freundinnen und wir wurden eingesperrt, wir wurden gejagt. Und aber wir waren immer, immer, immer gemeinsam. Wir waren immer gemeinsam, wir waren unzertrennlich, wir haben immer gesucht, wie wir mit Zwot machen können, wie wir Gutes tun können. Wir haben nie die Feiertage vergessen. Wir haben jeden Tag gezählt, wo die Feiertage, wir haben Chanukka gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben alles gemacht. Wir haben Pesach, wir haben Sukkot, wir haben alle Tage gezählt, damit kein Shabbatot, alles, nichts verpassen. Wenn wir helfen konnten, haben wir da und dort geholfen. Wir waren unzertrennliche 5 Freundinnen, sagt sie. Eines Tages, es war Winter, Chanukka-Zeit. Wir brauchten das Zeug, um die Chanukka anzuzünden. Wir brauchten Öl, Ptilot und so weiter, alles, was wir gebraucht haben. Einer hat gearbeitet in Metall, hat gemacht Chanukka. Die eine hat gearbeitet in Öl, wo die, sie musste der, das Gewehr von den Nazis einölen. Sie hat Öl mitgebracht. Die andere hat gearbeitet wo, da und hat Ptilot mitgebracht. Jeder hat was mitgebracht, um eine Chanukka anzuzünden. Das heißt, sie haben angezündet, die haben es zu viert. Sheasan sim lavotenu, bei Imbas Manase, Shechiano und. Und haben getanzt. Ma, oh, so, jetzt, Akonerli, alles haben die gemacht. Getanzt. Aber es gab eine von den Freunden, die hat immer geschaut mit dem Fenster bei der Tür. Sie ist wache gestanden, damit keiner kommt, wenn jemand kommt. Sofort abschalten, schlafen gehen. Auf einmal sieht die eine, die was Schmiere steht, kommt ein General, Kommandant, Nazi. Steht alles, und so, alles die. Legen sie schlafen, kaputt sie schlafen. Kommt er rein und. Merkt euch eins, die Nazis im Marschschirmam, sie wussten alle Feiertage, zu welcher Zeit kommt. Alles wussten sie. Er kommt rein. Was riecht er? Feuer. Er riecht und er weiß, es ist Chanukka-Zeit. Wer hat Kerze angezündet? Sofort! Keine Antwort. Ich habe gesagt, wer hat die Kerze angezündet, ihr Schweine? Wer hat das gemacht? Keiner antwortet. Jetzt hat, wenn ihr jetzt nicht, hat er rausgenommen seinen Knüppel, boom, gegen die Wand geknallt. Wer hat das gemacht, sonst bringt ihr euch alle um. Sie sagt, ich habe gesagt, sagt sie jetzt, ich habe gesagt, ich war's. Ich wollte meine Freundin retten, damit sie nicht töten, ich war's. Und dann sagt er, ah, du warst es. Morgen bist du geliefert, werde dich morgen aufhängen, hat er gesagt. Auf einmal steht ein anderer auf, nein, nein, ich war's, sie redet Blödsinn, ich war's. Und dann auf einmal die dritte, nein, die redet beide Blödsinn, ich war's.
Auf einmal alle vier, fünf, ich was. Ach so, dann werde ich euch alle aufhängen. Und ist rausgegangen. Jetzt geht er raus. Und wisst ihr, bei jedem, in jeder Gruppe gab es so einen Kapo. Wisst ihr, was ein Kapo ist? Das ist eine Jude oder eine Jüdin, die darauf geschaut hat, dass alle arbeiten. Ja? Und die war quasi die Verräterin. Ja? Auch schon mehr. Sie musste halt, sonst wäre sie auch getötet worden. Bekizu, und sie war schon so eine junge Frau. Und sie sagt, was habt ihr getan? Seid ihr verrückt? Schämt euch da. Er wird euch umbringen. Er hat gesagt, er wird euch alle umbringen. Kannst du uns nicht machen, kannst du uns nicht mit retten uns, bitte, bitte. Na, ich kann, er will mich auch umbringen, was? Er sagt, sie sagt, ich kann nichts machen, ich kann euch nicht helfen. Ihr seid schon geliefert, Mann. Macht die Tür zu. Wir haben ganze Nacht nicht geschlafen. Ganze Nacht so. Was wird? Und haben gebetet, kann ich noch helfen. Aber in der Früh kommen sie, macht sie die Tür auf. Sagt, Baruch Hashem, ihr seid gerettet. Was passiert? Ich habe mit ihm gesprochen gestern am Abend. Sie sagt, ich habe ihm angefleht, bitte verschone sie, ich brauche sie für meine Arbeit. Sie müssen bei mir arbeiten. Die sind meine besten fünf Mädels, die bei mir arbeiten. Ohne sie kann meine Arbeit nicht weitergehen. Er hat benutzt, sie hat benutzt quasi diese Tatsache von der Arbeit. Sie sagt, nein, ich werde so, bitte, ich flehe dich an, bitte, Herr Kommandant, bitte, bitte, ich werde alles für sie tun. Er sagt, unter einer Bedingung, wenn das noch einmal passiert, wirst du mitgetötet. Ist das klar? Merchus. Zwei, drei Tage später kamen die Amerikaner rein und haben alles bombardiert und haben sie befreit. Die haben sie befreit, jeder ist seinen Weg gegangen. Und sie sagt, weißt du, diese Kapo-Frau ist deine Mutter gewesen. Ich habe sie sofort erkannt, genauso kenne ich sie. Das war deine Mutter. Und auf einmal sagt der Mann von der Frau, der Vater von den Fünflingen, ich weiß nicht, ich habe einen Traum geträumt gestern Nacht und ich habe deine Mutter gesehen im Traum. Und sie sagt, es war ein ganz kurzer Traum, sie kam zu mir und sagte, 5 gegen 5 und ist weg. Sie hat 5 Mädchen vom Tod gerettet und dadurch hat ihre Tochter diese Fünflinge bekommen als Geschenk. Nach urlange Zeit von Tfilot, von Behandlungen. Schaut, was eine Tat machen kann. Tag, zack, zack, das kann sich drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Am Endeffekt, Enot Milvado, es gibt keinen außer Kadosh Baruch Hu. Er vergisst niemanden, Chaverim. Wir müssen wissen, Kadosh Baruch Hu bestraft niemanden. Er nimmt nur seinen Schutz von uns weg, wenn wir unseren Rücken ihm zeigen. Er sagt, du zeigst mir deinen Rücken, warum? Ich liebe dich doch, ich will dich beschützen. Zeigst du mir deinen Rücken, das heißt, du sagst mir, du willst mich nicht. Ich nehme meinen Schutz von dir. Es gibt genug andere Leute, die auf meinen Schutz warten. Aber wir dürfen nicht so sein. Wir müssen verlangen nach ihm. Bitte Gott, beschütze mich. Hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. So viele Leute hat er geholfen. Uns wird er nicht helfen. Also ich habe dir Yetzer Hara gegeben. Ich werde ihn besiegen. Darf, weil ich dich liebe. Ich werde alles für dich tun. Ich werde diesen Yetzer Hara kaum machen. Für dich. Warum? Weil du schenkst mir alles, was ich brauche. Ihre Zombie sagt, heute ist Schwasser mit Amuz. Leider ist Moschech nicht gekommen. Wir müssen beten. Jeden Tag. Jede Sekunde, dass Moschech kommt. Dass er uns erlöst, dass wir bis zum Beit HaMikdash sehen, dass wir die Leviim sehen, die Kohanim, dass wir Moshe Rabbeinu, Yirachel Imenu, wir werden alle zu Gesicht bekommen. Hat er mit ihm Masse? Hat er mit ihm Masse? Wir werden alle zu Gesicht bekommen. Der ist ja fahr, wow, Moshe Rabbeinu, wow, wow. Gehen Sie Avram, wow, was schon. Das wird Wahnsinn sein. David Amelech, du bist sein Kasein, Kasein, Gigi kommt, Kasein, richtig Kasein, Maschu. Ah, das ist Lah, das ist Ruven, das ist Shimon, ah, das ist Yosef, Yosef hat Zadik, das ist ein Kadik, jau! Okay? Normal! Und du siehst ein Zadik, ein großer Zadik, du siehst, die leuchten alle! Hat er mit ihm diese Käse? Lama lo nit palen ze! Beten wir dafür, dass Kadosh Baruch Hu uns erlöst und alle Probleme werden verschwinden. Alle unsere Feinde werden kaputt gemacht, alle weg, alle werden vernichtet. Und wir werden nur auf Kadosh Baruch Hu schauen.